Diese Parkbank ist Schauplatz eines Verbrechens. Vor 23 Jahren verschwand hier ein 6-Jähriger spurlos. Alles, was seinem damals 12 Jahre alten Bruder Jan geblieben ist, ist dieses Diktiergerät. Heute ist Jan Psychiater. Die schrecklichen Ereignisse in seiner Vergangenheit haben ihn nie wirklich losgelassen. Nun ist er gezwungen, in seine Heimatstadt Fallenberg zurückzukehren, um dort an der Waldklinik eine Stelle anzutreten. Hier wird Jan mit einem rätselhaften Selbstmordfall konfrontiert, der ihn auf die Spur eines dunklen Geheimnisses führt. Ein Geheimnis, das seit Jahren hinter den Klinikmauern verborgen ist und das bei Jan die alten Wunden wieder aufreißt. Denn Jan weiß bis heute nicht, was mit seinem kleinen Bruder geschehen ist. Verzweifelt klammert er sich an sein Diktiergerät und hofft, in der kalten Stille der Aufnahme die Antwort zu finden.